Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit Mogwe und der reizenden Powerrüstung. So, da ich jetzt hier kurz vorm Cap stehe und hier nur ein paar Kronkorken rauskaufen könnte, kaufe ich mir jetzt hier eine wunderschöne Notiz. Das ist immer so der Notfallplan, wenn es jetzt kurz davor steht, aber das ist mir doch ein bisschen zu teuer, ohne was zu kaufen. Wesens inspirierend, raus mal kurz und Meisterhändler rein, weil sonst ist es doch, So, dann machen wir jetzt hier mal das Empathie-Serum, das ist auch schon teuer genug. Plups, und schon habe ich was, keine Kronkorken mehr. Das ist immer so die extrem Notfalllösung, die man sich für alles offen lässt. Gut, dann können wir hier auch gleich den Bauplan einmal lernen. Wo haben wir ihn? Rezept. Ich habe doch gerade ein Rezept gekauft. Ach, da. Blindfisch lässt grüßen. Gut, denn wir haben noch Questen. Questen. Camden Park. Denn wir haben noch ein bisschen Lunchbox übrig. Und Mausi hat mittlerweile schon 5 Level geschafft. Hä? Hast du doch gerade gesagt. Ja, aber warum greifen mich die Roboter jetzt an? Keine Ahnung. Marsiput? Hat er ja nichts gemacht. Die reizende Powerrüstung schafft das. Natürlich. So, einmal hinsetzen. Tada. Schnell hier einmal durch. Gepäst. Aha. Ich hab die White Spring Roboter gegen mich aufgehetzt. Persönlichkeit, Zack. Aber nur mit meinen Haha. Das Persönlichkeitsmodul ist fehlgeschlagen. Stand Persönlichkeit. Na, nicht mit deinem Haar verstecken. Siehste, er wollte mich brechen. Aktion starten. Auf Ziel Schrottbehälter werfen. Um Preis. So, dann nehmen wir einmal den Schrott. Schmeißen hier schnell durch. Und ich habe schon wieder kein Zielwasser getrunken. Das merkt man. Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch, Mr. Ausmisten, haben noch keine Zeit. Macht Spaß. Wir wollen EP. Erleben Sie es selbst. Oh, hallo. Wollen Sie es noch mal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal so. Okay, ja, ich leg doch schon los. Ich bin doch schon unterwegs. Ich renne hier schon durch die ganzen Befreier einmal durch. Ach Mensch, jetzt komm. Lass dich erschießen. So. Und du auch nochmal. Und die Kakerlake gibt auch EP. Und diese Kakerlake. Und die Kakerlake. Und jetzt flitzen. Keine Zeit zum Anhalten. Geht auch auf Zeit. Aber Hauptsache das Blei mitnehmen, ne? Ach, die sind doch nicht sauer auf mich. Hast du vielleicht mit der Explosion ein bisschen angehittet oder so? Eigentlich nicht, nee. War zu weit weg. Aber die sind doch nicht sauer auf mich. Dann ist doch gut. Wie kann man dir auch sauer sein? Also, ganz ehrlich. So süß und knuddelig, wie du bist. Also, ich greife nicht so. Am besten gar nichts. Stillschweigend und genießend. Ich leuchte doch schon. Echt? Wo? Mille. Ach, da. Der Stern da hinten. Das bist also du.
So, dann machen wir hier mal. Hup. Jetzt mach doch mal bitte das, was ich möchte. Hallo Stern! Siehst du mich hier unten? Ja. Eine Nacht voller Gewalt. Aber ich muss eine Quest machen. Ich brauche Scheine. Hallöchen. Ja, hallöchen. Du bist auf ein paar Erkundungen. Dann ist Mr. Ausmister genau das richtige Spiel für Sie. Und? Juhu! Sie haben das Spiel gewonnen. Jawohl. Ich habe das Spiel wieder durchgespielt und mein Juhu gekriegt. Juhu. Kannst aber ganz schön oft durchspielen, ne? Mhm. Du, ich habe das schon gespeedrunnt, du. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Thema. Ich hab den Oberheck benutzt. Ne? Ich bin gleich direkt vom Vault in den Camden Park. Hab dann da gesagt, okay, gut. Einmal Mr. aus, Mr. bitte. Und hab das Spiel gewonnen. Speedrun fertig. Die anderen brauchen immer so Stunden und so weiter. Und ich gehe einfach nur in den Camden Park und fertig. Ich hab 10 Minuten gebraucht. Ist das nicht langweilig? Nein. Ist doch nicht langweilig. Da macht Spaß. Denn ausmisten ist schwere Arbeit. Spinnst. Nein. Warum nicht? Nein, kann ich nicht. Habe ich nicht bestellt. Das hast du von Hause aus. Achso. Auch noch von Hause aus. Oh Mann. Muss aufpassen. Bin schon bald wieder durch mit der Season. Musst du meine dann auch noch machen? Darf ich? Ich dachte eigentlich, dass du jetzt Nein sagst. Darf ich? Jetzt hast du ein Ei gebackt, wa? Ja. So, ich probiere nochmal hier eine Supermutantenhorde aus. Mal gucken. Mal gucken. Ah, okay, ich bin nicht gleich runtergefallen. Da fahren wir Opossums hier. Hoppala, du musst auch ein bisschen vorsichtig sein. Hier in die Schusslinie einfach rennen. Sowas kann nach hinten losgehen. Lieber Siedler. Und wir haben hier schon wieder Hirsche. Aber keine Supermutanten. Hirsche. Haha, Hirsche. Das ist das wahre Fleisch. Jeder Fleischfresser lechzt nach diesem Fleisch. Ah, ich wollte gerade gucken, wo die Supermutanten sind, aber ich habe sie gefunden. Genau, das wäre ein guter Kampf. Noch mal ein paar Epik für zwischendrin. So. Na, aber. Mit Minigun schießt man hier nicht. Mit dem Holzstock, also. Da hinten haben wir noch einen. Haben wir noch einen? Bohrhut, Holz mit, keine Ahnung, konnte ich nicht sehen. Watz war schon wieder schneller. Da hinten ist schon wieder einer gestorben. Durch was? Durch wen? Durch den Ghoul, der durchhängt im Zaun. Na, hier mal kurz nochmal wenigstens das Schießpulver rausholen und im Boden verstecken. Ja. Hasse gut gemacht. Dankeschön. So, aber jetzt weiter mit den Questen hier. Das ich wollte ja gerade irgendwas Schickes machen, jetzt habe ich sie vergessen. Du wolltest
Nacht voller Gewalt machen und die EP deines Lebens verdienen. Nee. Nee? Du wolltest... Brandbestien machen. Brandbestien, achso. Die armen Brandbestien. Was haben sie dir getan? Sie haben doch auch Gefühle. Mach die sauber, reparier das. Es hört nie auf. Nö. Eiskalt, nö. Ne, fühle was das. Kann man es essen? Schmeckt das? Nicht? Pille? Was, Pille? Was mit Pille verstanden? Ich hab gefragt, was das schmeckt. Hast du schon wieder Musik an? Nee, aber die Katze lenkt mich gerade ein bisschen ab. Die Katze lenkt dich ab, ach so. Die hat gerade rumgeweint und dann habe ich sie hierher gelockt und jetzt will sie schmusen und jetzt ist schnurrt sie und das kann man nicht widerstehen und ich muss streicheln. Aha, die Katze hat dich also in ihrem hypnotischen, zuckersüßen Bann. Ja. Dann lerne doch endlich mal zu widerstehen. Sei doch mal ein hartes Frauchen. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Ist immer so süß. Okay. Unterschreibe ich. Hoppala. Wo wollt der mich denn jetzt hinlassen? Geh weg. Jetzt soll ich auch noch weggehen? Okay, gut. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Muss mich nie wiedersehen. Ich so eklig bin anzugucken hier. Doch nicht du. Die Fliegen, die waren auf einmal hinter mir. Fliegen? Ja. Ich bin doch keine Fliege. Ja, deshalb ja. Bzz, bzz. Bzz, bzz. Ich bin doch keine Fliege. Und spucken tue ich auch nicht. Siehst du? Ich habe Höflichkeit gelernt. Nennt sich... Ich hab mal sowas gelesen in ein... Wie heißt das nochmal? Das nennt sich, glaube ich... Buch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber da stand sowas drin wie Etikette. Du kannst lesen? Nein. Hast du gerade zugegeben? Was zur besseren Gesellschaft, du hast es zugegeben. Nein! Ich kann lesen! Was? Ich kann lesen? Cool, ich kann lesen! ich kann lesen. Lalalalalala. Herrchen kann lesen. Ich kann richtig gut lesen. Katze glaubt's auch nicht. Katze glaubt's auch nicht. Was? Herrchen kann lesen? Der Dummbattel? Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Sonst mache ich gleich ein Würstchen hier hin. Komm, wenn ich nicht da bin, kommt sie aber auch zu dir. Ja klar, dann hat sie ja keine andere Wahl. Bist du gut genug, oder was? Dann bin ich gut genug. Dann hat sie ja keine andere Wahl, als zu mir zu kommen. Auch und wenn es dir scheiße geht, dann kommt sie dich auch trösten. Ja, aber dann wird sie eher schmusen, krieg Streicheleinheiten. Hast du mir Essen und Wasser gegeben? Aber das macht sie mit mir auch. Ja, natürlich. Aber bei dir, wenn es dir scheiße geht, oh, ich lege mich erstmal ganz ruhig neben Frauchen hin und warte, bis sie wach ist. Bei Härchen, jo, ich tanze ihn erstmal auf dem Bauch rum. Ich schub's ihn 200 Mal an, bis ich seine Aufmerksamkeit hab. Aber wenn er in Ruhe liegen will, nein, gib's dich. Aber trotzdem habe ich sie gern. Kann man ihr nicht böse nehmen, Papa? Nee. Jetzt beschäftige ich dich doch nicht nur mit der Katze. Das ist ja auch schon so süß zu sein. Ich muss gerade mit dem Tisch. Ah, macht sie wieder, Tisch muss weg? Ja. So nach dem Motto. Okay. Ja, komm, ich schaff doch mein Level up. Alle ups. Nice Yaogai. Oh mein Gott, es landet. Es landet. Aber du bist doch die Maulwurfsratte, die in die Haxen beißt.
Ja, aber trotzdem kann ich nicht fliegen. Müssen sie erst landen. Doch, Maulwurfsratten können fliegen. Ich habe sogar schon mehrere Videobeweise, dass sie Flügel haben müssen. Die können nicht nur komisch tanzen, die können auch fliegen. Alter, nerv doch mal. Okay, halte ich die Klappe. Doch nicht um. Du weißt, dass ich auf sowas aber anspringe. Weißt du genau. Und trotzdem kannst du nichts dagegen tun. Weil du zu süß bist. Das ist genau wie die Katze. Das können die Zuschauer nicht sehen. Ich weiß. Ja, Level Up! 458. Mensch, die 460 ist ja auch schon fast da. Erzähl mal keinen Schmarrn. Nee, Schmarrn erzähl ich nicht. Also noch zwei Level, dann 460. Gut. Wir nähern uns unaufhörlich der 500er Marke. Wir nähern uns unaufhörlich dem Tutut. So, Datenverarbeitung, wunderbar. War das nächste fertig. Wir schießen hier nochmal ein paar Befreier, die nicht wissen, von wo meine Schüsse kommen. Und dann können wir schon weiter. So, was haben wir jetzt hier unten noch? Da, eine Klatsche. Hast du was, eine Klatsche? Ja, eine Fliegenklatsche. Ich bin stolz auf dich. Stolz auf mich? Meine Fliegenklatsche? Weil du eine in der Klatsche hast. Ja, das sowieso. So, dann wollen wir gucken. Ey, Mutti, komm her. Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungs-Sati-Bots draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt. Ich muss nicht gereinigt werden. Ich war erst duschen. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, wollen nicht reinigen, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. Und versucht am Leben zu bleiben. Solange es nur mit Seife ist, ist das kein Problem. Oder? Ja, hoffe ich doch mal. Na, mit was wollen die dich denn sonst reinigen? Mit dem, was sie in der Hand haben? Was haben sie denn in der Hand? Waffen. Was für Waffen? Also wenn es eine Schrubberpistole ist, dann ist kein Thema. Du brauchst auch keine Angst haben. Zum Beispiel Äxte, Pistolen oder Gewehre. Ja, aber Schrotflinten. Dann wollen sie dich doch nur vor der Schuld reinhalten. Und genau noch recht, ja. Bringen sich denn selbst um. Die stürzen sich dann auch von Klippen. Okay. Sind sie auch stahlig, oder was? Mhm. Aber nur wenn sie, du hast ja gesagt, nur wenn sie mich umbringen. Und was geht denn? Richtig, weil ich sie vorher umbringe. Ich gebe doch meinen Titel nicht mehr her. Meiner! Ja, verteidige ich mit meinem Leben. Geh weg. Okay. Ich renne jetzt so lange weg, bis du sagst, ich bin weg. Ich meine eigentlich immer die Verbrannten. Eigentlich meinst du immer die ganze Zeit mich und tarnst das jetzt nur als, boah, der Verbrannte, der ist schuld. Naja. Na, zu dir würde ich sagen, komm her. Warum? Ja, warum nicht? Ja, aber warum soll ich denn jetzt kommen? Brauchst du Hilfe? Nee. Brauchst du eine helfende Waffe? Nee. Brauchst du einen Knuddel? Ja. Aha, so sieht's also aus. Du willst also schon wieder geknuddelt werden. Ja. Wir sind ja schon wieder. Vor 10 Sekunden hatten wir erst einen Knuddel. War nicht wahr. Nein, doch. Nein. Doch. Nein. In deinen Gedanken. Da immer, aber es ist nicht befriedigend.
in deinen Gedanken. Das befriedigt mich. Und da hinten haben wir ein Monster von Krafthorn. Von Krafthorn? Von Krafthorn. Was mir seine DNS freiwillig übergibt. So, und dann können wir auch die Probe hier einmal abgeben. Das stellt das auf die Probe. Ja, ich weiß, meine Wortspiele waren schon mal besser. Waren sie wirklich irgendwann mal. Probe wird analysiert. Weiß ich nicht. Also vielleicht kommt der Tag noch. Ha? Irgendwann wird mir die heilige Schildkröte das verraten. Analyse abgeschlossen. Datenbank aktualisiert. Aber mal schauen. So. Oh, der Bote. Das wäre ja was für Billy. Schade, dass er nicht da ist. Musst also, du das jetzt in seinen Ehren machen? Mach doch nicht den blöden Boten. Oh ja, kein Problem damit, wenn er damit bei ist, aber ansonsten. Hast du den Billy denn nicht lieb? Ja, doch. Aber so lieb auch nicht. Dass ich für ihn freiwillig den Boten machen würde. Also mit ihm, ja, kein Thema. Gut. Kann er sich abstrampeln? Ich laufe einfach nur nebenher und kriege meine EP. So viele aber ansonsten... Zu ist sie da? Ich mag den Typen würden überhaupt sie? Nicht. Ich weiß. Das ist eins meiner Hass-Events ohne Ende. Das ist genauso, als wenn du zu ihm sagen würdest, hier, mach mal Beifahrer. Was ist jetzt eigentlich so besonders an dem Boden? Ne, der hat doch ein Paket, was er droppen kann. Ja. Und da sind seltene Klamotten bei. Und Billy ist halt ein Klamottensammler. Ach. Der hat das Paket zwar schon mehrfach gewonnen, so aber... Zu ist sie da? Er will halt noch mehr. Er will halt jeden mit den Klamotten ausstatten. Ach so. So nach dem Motto. Oh Mist denn? Die ist süß. Wer ist süß? Die neben mir. Ach so. Du und deine Katze doch. Schlimm. So, eins schaffen wir hier noch. Eins schaffen wir noch. Dann habe ich gleich nur noch eine Quest. Aber dann haben wir es geschafft. Die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich merke schon. Ich höre mich immer doppelt. Entschuldigung. Ich will mal Alt drücken, drück dann aber die Sprechtaste. Es tut mir leid. Alles gut. Das hat man ab und zu mal mit. Ausmisten? Ausmisten? Ausmisten macht Spaß. Erlebe es doch selbst. Dass die Ghule schon wieder nicht wissen, von wo ich komme. Wo ich direkt vor ihnen stehe. Du stinkst einfach nicht gut genug. Nee. Hab ja auch extra geduscht, damit ich Stealth gehen kann. Bringt ja nichts, wenn ich mich in den Busch hocke, man mich nicht sieht, aber man mich von 10 Kilometern aus schon riechen kann. Das stimmt, das bringt wirklich nichts. Ne? Deswegen habe ich extra die große Dusche genommen und habe gesagt, ich dusche mich jetzt einmal so lupenrein, dass ich noch nicht mal mehr irgendwie einen Geruch von mir gebe. An und für sich habe ich mich nur in eine Plastiktüte eingehüllt. Achso, damit der Gestank nicht rauskommt. Genau. Musst du doch lassen. Also so ein ganz Körperkondom bin ich jetzt drin. Ich wusste doch, da ist ein Haken. Ich war zu faul, mich zu waschen. Ich bin ein stinkender Supermutant, ja. Nee, das würde einfach nichts bringen, weil wenn du kaum hast du dich gewaschen, stinkst du schon wieder. So, aha. Aber... Unhöflich. Unhöflich? Okay.
gehöre nicht mehr zu euch. Geh weg. Wieso gehörst du nicht mehr zu denen? Hä? Der Freier. Achso. Achso, ja. Jetzt musste ich gerade selbst überlegen. Und der Katze rennt einfach eiskalt an mir vorbei hier. Schlimm mit dir. Stand doch fast hinter dir. Gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.